aber wirklich zu lang. Muss mal professionell gestutzt werden. Wie meinst du das denn? Ich habe aber nichts zum Stutzen dabei. Beim Barbier. Oh Gott. Verschlossenen Tor. Tja, leider nicht geöffnet. Dann müssen wir zum nächsten gehen. Ich glaube, das ist hier keine Marktlücke in dem Ort. Wir werden was finden, um den Bart in den Griff zu bekommen. So, wir sind jetzt weiter auf dem Weg Richtung Innenstadt von Grand Baie. Da gibt es nämlich ein großes Kaufhaus und Shopping Mall. Und da haben wir auch einen Barbier gesehen. Dieser Barbier wird jetzt von uns aufgesucht. Leider laufen wir die ganze Zeit hier an dieser echt ätzenden Hauptstraße lang, wo wirklich ein Auto das andere jagt, alles super eng ist, es nach Abgasen riecht. Aber was tut man nicht alles für einen schönen Barthaarschnitt? Wir bis zur Shopping Mall gelaufen, in der Hoffnung, dass wir hier ein Barbier finden. Wir sind noch guter Dinge. Leider sind wir hier im Kaufhaus gescheitert. Wir nennen es mal Kaufhaus, das ist natürlich eine Shopping Mall. Hier gibt es zwar einen Friseur, aber der macht keine Bärte und Haare macht er, aber Wartezeit ist über eine Stunde. Ja, jetzt haben wir hier an der Info einen ganz netten jungen Mann gefragt, der uns einen Plan gemalt hat, wo wir die nächsten einheimischen Barbiere finden, und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und wir laufen und laufen und laufen. Leider nützt auch das Fragen nicht so viel, weil jeder hat irgendwie eine andere Idee, wo einer sein könnte. Manchmal werden wir zu Damenfriseuren geschickt, manchmal werden wir zu anderen Sachen geschickt, wo keiner ist. Ich glaube, manchmal wissen die auch nicht so recht, wo einer ist, sondern sie können einfach nicht Nein sagen, dass sie es nicht wissen. Sie versuchen halt ständig zu helfen. Nett gemeint, aber es bringt uns leider nicht viel. Somit laufen wir jetzt wieder zu unserer ersten Adresse, zum Nadim, und gucken, ob er vielleicht in der Zwischenzeit geöffnet hat. Ansonsten muss der Bart weiter wachsen. Zu. Wir wollen kein Geld verdienen, Pech gehabt, wir haben alles gegeben, aber keinen Erfolg gehabt. Naja, dann geht's halt wieder heim. Das Bartschneiden hat ja nicht funktioniert. Jetzt sind wir im Bus unterwegs zum Strand. Man hat das Gefühl, das ist ein Stresstest. Der Busfahrer gibt Vollgas. Keine Federn in diesem Bus. Der Seitenhalt der Sitze ist wirklich dramatisch gering. Ja, die Bremsen funktionieren aber ganz gut immer. So, So. Wie viel Stress vertragen wir noch im Urlaub? Wir wissen es nicht. Und überall spielt Musik und es ist Krach und es ist laut. Herrlich, ja. Man hat schon dieses wahnsinnige Lachen einfach drauf. Hört euch das mal an hier. Aufgeregt? Ein bisschen. Ja, das musste auch sein. Ja. Aber gut. Dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Zur Not ist der Bart ab. Ein tolles Ergebnis, sieht echt cool aus, er versteht sein Handwerk, hier komme ich öfters her. Sogar die Augenbrauen hat er mir geschnitten, nicht schlecht, mein erstes Mal. Schön geworden, gefällt mir sehr gut. Mir auch.